Vier Personen haben ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Denkendorf erlitten. Ein 79-Jähriger befuhr mit seinem Opel Astra gegen 14.45 Uhr die Hindenburgstraße von der Schnellenstraße herkommend. Beim Rechtsabbiegen in die Eichersteige übersah er einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten VW Golf eines 77-Jährigen. Der Golf touchierte den Astra an der hinteren linken Ecke, sodass sich das Fahrzeug drehte und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der VW-Lenker kam nach der Kollision nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Hecke sowie ein Verkehrszeichen und prallte frontal gegen ein Haus. Der Golf musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Zur Unterstützung rückte die Feuerwehr mit 5 Fahrzeugen und 22 Mann an. Zur Versorgung der Verletzten, außer den beiden Fahrern, ihre Beifahrerinnen im Alter von 78 und 73 Jahren, waren 2 Notärzte sowie 2 Rettungswagen an die Unfallstelle gefahren. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 27.000 Euro.